Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute geht es um Teil 4 Pentatonik für Fortgeschrittene, Patterns, Verbindungen und diagonales Training. So, ihr gebt mir ein Feedback, ob Bild und Ton okay ist. Ihr habt sicher mein Leiden der letzten Woche mitbekommen mit den beiden Livestreams, die nicht funktioniert haben. Das lag an der Hardware. Die wurde nun von mir abgegradet. Die letzten 2, 3 Tage waren heftig. Ich habe also komplett neues System hier installieren müssen mit allem drum und dran. Und ihr könnt euch vorstellen, wie zeitaufreibend und anstrengend so etwas ist, bis es dann auch funktioniert. So, ich freue mich nun, dass wir live sind. Wir übertragen hier in mehr wie HD und ich hoffe, dass nun alles okay ist. Erstaunlicherweise kann ich euch gleich mitteilen, bei der Übertragung mit dem alten Rechner, mit der CPU-Last, ging das bei dieser Übertragung auf 100% Anschlag. Und erstaunlicherweise, hier habe ich gerade mal 15% CPU-Auslastung. Ich hoffe, dass alles gut läuft und begrüße erstmal alle ganz, ganz herzlich, die heute live dabei sind. Nicola war die erste. Hallo, Frank, Herbert. Aus Griechenland, da wäre ich auch gern jetzt. Also super. Okay, gib mir bitte Feedback, wie Bild und Ton ist, so dass wir dann auch gleich loslegen können. Super Quali, das ist gut. Bild und Ton gut. Das freut mich. Ist auch die Tonhöhe richtig? Na, ich hatte auch ja die Schwierigkeit, dass durch die Übertragung teilweise meine Stimme dann tiefer war. Also ich hoffe, dass die Stimme okay ist. Ich gebe euch jetzt mal hier einen A-Moll-Akkord. So dass ihr mir sagen könnt, ob das passt. Super. Also, ich freue mich tierisch. Es geht auch gleich los. Ich habe heute in Teil 4 des Kurses habe ich einen Megalauf für euch ausgearbeitet. Ich glaube, ihr werdet den alle versuchen wollen zu spielen und auch zu üben, und man kann ihn auf geringem Tempo mit ihm starten, obwohl es ein Highspeed-Lauf werden soll. Ich glaube, das wird ein absolutes Highlight-Video heute. Ich freue mich ganz, ganz arg. Und wie die Amis sagen, without further ado, gehen wir rein und erarbeiten uns das. Und ja, schauen wir mal, ob das jetzt alles klappt. Und zwar, hier haben wir einen Speed Lick. Also heute werde ich die Patterns wieder verbinden miteinander. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und in diesen verbundenen Patterns gehen wir von Beginnen in Pattern 2, gehen also hier in der fünften Position der A-Moll-Pentatonik. Also wir bleiben in der. Ich weiß nicht, hier habe ich jetzt gerade wieder mal kurz rot. Das liegt nicht mehr an mir jetzt. Da habe ich also gar keine Chance, da einzugreifen. Das ist YouTube. Und ich habe hier jetzt Dropped Flames. Das ist natürlich mal wieder bitter, weil ich ja natürlich mit euch arbeiten möchte. Sollte das wieder nicht laufen, muss ich in nächster Zeit wesentlich mehr online arbeiten, so wie ich das sehe. Ne? Also, ich hoffe, dass es funktioniert. YouTube empfängt, hier steht dann, YouTube empfängt nicht genügend Videodaten. Also das kann ja wohl nicht sein, weil ich habe hier alles auf absolut High-End. Ich war wahrscheinlich zu böse zu YouTube. Ich habe zu sehr gemault. Ich gehe mal hier nochmal in die Settings. Und schiebe die Übertragung auf 10.000. Fertig. Und mal gucken, vielleicht ist es dann besser. Also, ihr Lieben, bleibt dabei. Jetzt geht es los. Wir sind bei Minute 4. Und alles wird gut. Also, schauen wir doch gleich mal rein.
Lasst euch bitte nicht gleich zu sehr von dem Titel beeinflussen. Der Titel Speed Lick bedeutet jedoch, dass du ihn auf jedem Tempo trainieren kannst. So, ich starte in der Position 5 der A-Moll-Pentatonik. Die wäre hier dann. Ja, aber ich spiele hier aus dieser Lage nur die Töne im dritten und fünften Bund. Also auf der dicken E und auf der dicken A-Seite. Dann gehe ich sofort rüber in die erste Position, spiele die komplett, gehe dann rüber in die zwei Saiten auf der H- und auf der E-Seite in Position 2 und schnapp mir in Position 3 nochmal den großen und den kleinen Schritt. So, bevor ich das jetzt laufen lasse, spiele ich das nochmal einmal ohne das Playback hier durch, sodass ihr das in Ruhe sehen könnt. Was dann, und dann gehen wir es, dann trainieren wir das zusammen. Der ganze Lauf, der ist super schön zu spielen, super ja, von der vom Picking her, ne? Ganz wichtig hier, wenn wir das jetzt trainieren zusammen. Ich beginne bei Tempo 50, also ein moderates Tempo, und schau mal, wie weit ich gehen kann. Das Allerwichtigste, was du machen sollst, picke bitte Wechselschlag. Das ist also das Allerwichtigste, ne? Kontinuierlicher Wechselschlag. So, ich gehe jetzt in die Tabs rein und dann starten wir und ich mache einen Durchgang auf Tempo 50. 2, 3, 4 ein Pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also wir spielen Sechzehntel, aber wir haben 8 Töne und dann wechseln wir in die nächste Position. Dann gehen wir immer schrittweise durch die Tonleiter. Hier oben drehen wir das Pattern um. Und beenden den Lauf mit dem Vierer-Pattern Descending, wie man so schön sagt. Also absteigend spiele ich hier in der A-Moll-Pentatonik 4 Töne. 1, 2, 3, 4. 8, 5, 8, 5. Beginne dann mit 5, 8, 5, 7 und wandere immer einen Ton tiefer, eine Note tiefer in der Pentatonik. Und spiele dabei immer 4 Töne. Also 1, 2, 3, 4, dann beginnend hier, dann hier. Also ein absoluter Standard-Pattern, wie man es wunderbar bei den Rockgitarristen hört. Oder auch bei Mark Knopfler und so. Also eine richtig tolle Übung oder bei Slash. Und es ist auch ein bisschen inspiriert von dem Mega-Gitarristen Slash, weil was er gerne macht, sind diese Verdopplungen, die du hier sehen kannst. Mit der 5, ne? Das gefällt ihm sehr, sehr gut und das klingt sehr cool. So, und jetzt starte ich das Training in 10er Schritten. Jetzt spiele ich einige Male das durch, so wie du es auch machen solltest. Nun mache ich jetzt nicht mehrere Wiederholungen, sondern immer nur eine. Aber du kannst dann, hast jetzt gesehen, ich habe das Tempo auf 60 eingestellt, du kannst mehrere Wiederholungen machen,
Hierzu verwende ich die Guitar Pro Software. Und in der Guitar Pro Software habe ich einen Vorzähler drin, zähle 4 vor, es wäre Vierteltakt. Habe ein Metronom, den Klick, denn der ist ganz wichtig. Und habe einen Loop. Den Loop habe ich jetzt aber nicht aktiviert. Den Loop kannst du aktivieren, wenn du das dann trainierst. Tempo 60 klingt das Ganze so. Hoppla. Sekunde. Gehen wir nochmal an den Start, klicken hier rein, dass das Ganze auch sauber abläuft. Und schon sehr, sehr stark sich zu verändern und sich zu steigern. Hier geht es dann schon ins Eingemachte, was das Picking angeht. Falls ihr mal seht, dass ich beispielsweise Economy Picking mache, erkläre ich euch gleich danach, warum. Aber ich versuche jetzt ganz, ganz konstant und kontinuierlich in Wechselschlag durchzupicken. Aber verzeiht mir, falls es mal mit mir durchgeht, weil mit Economy Picking ist es ein Tick leichter, aber ich will, dass ihr Wechselschlag trainiert. Das Wechselschlag ist ganz entscheidend für die Qualität eines Pickings. So. Durchgang auf Tempo 100. Okay, ich wage mich jetzt mal auf 110. Und da wird es jetzt dann noch mal ein bisschen heißer. So. Jetzt gleich die Tipps. Hier ist ganz wichtig, also das, mir macht es natürlich Spaß, das auch flotter zu spielen und es dann auf Tempo zu bringen. Aber bitte, denk ja nicht, dass ich hier sitze und wieder einen auf super cool mache und das einfach so runterzock. Ich musste mich auch aufwärmen und das ist wieder ganz wichtig, dass du das berücksichtigst. Entweder, dass du schon mal mit dem Gripmaster trainierst und deine Hände aufwärmst, beziehungsweise dass du die klassischen Aufwärmübungen machst, wie die Drillübung,
Und ja, auch die Pentatoniken rauf und runter spielen, einzeln, doppelt, dreifach, vierfach. Sodass dich an das Picking gewöhnst, dass du eine gute, aufgewärmte Muskulatur hast, die Finger dehnen, das nicht vergessen. Ja. Das ist ganz wichtig. Weil, wenn es in das Tempo reingeht, ist der Schlüssel für das Tempo ist Lockerheit. Okay? Und immer gut massieren, das Ganze ein bisschen in die Durchblutung reinbringen. Und jetzt gehe ich auf Tempo 120. Und schau mir das dann hier nochmal an. So, 120. Und das ist eigentlich so das Maximum-Zieltempo, was ich mir für dich oder für jemanden, der schon sehr fortgeschritten spielt, vorstelle. Wenn du 120 erreichst, das wäre grandios. Ja? Aber auch wenn du nur 60, es auf 60 oder 50 oder 40 trainierst, ist das eine Mega-Übung. Einer der allerbesten. Los geht's. 120. Drück mir die Daumen, dass ich es nicht versemmel. Und ihr habt jetzt genau sehen können, was für ein Speed da schon am Start ist. Und der Schlüssel ist tatsächlich Lockerheit. Ne? Also wenn du merkst, oh, ich verkrampfe hier, Tempo rausnehmen und dann viele Wiederholungen machen. Ich gehe jetzt mal auf Tempo 100, das ist nochmal, und mach mal ein, zwei Durchgänge am Stück mit einem Looper. Und das sollte es dann schon für heute gewesen sein. Und dann gucke ich noch kurz in den Chat rein. Okay? Also, let's do it. Viel Spaß. Tipps, wenn du das trainierst und du ein Muster, wie das ist ja ein Muster, mit 8 Tönen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wenn du so ein 8er Muster hast, dann bleibe erstmal in einer Position, wie zum Beispiel hier, trainiere es, bis deine rechte Hand Gefühl dafür entwickelt. Dann ist es gar kein Problem, das überall in den Pentatoniken zu spielen. Und das Gleiche ist mit dem Vierer-Pattern. Das Vierer-Pattern, hier ist mein Tipp, die 1 zu betonen. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Also die 1 betonen. Und jetzt noch zur finalen Geschichte, die ich dann von dir erwarte, wenn du das trainierst. Also du hast jetzt hier die Tabulatur und die Noten und du hast es geübt und es fängt an zu funktionieren. Du hast Spaß, du kommst auch auf ein gutes Tempo. Achte, dass du es nicht übertreibst. Es ist eine Übung, die sehr stark in die Finger geht. Ich will keine Probleme, dass du welche bekommst. Immer wenn du merkst, dass es irgendwo zieht, lege eine Pause ein, dehne deine Finger und wärme dich auf. So, was du dann machen kannst. Wenn du so ein Pattern hast, schau mal genau, was ich jetzt mache. Und ja, wünsche dir viel Spaß.
ich gemacht? Ich bin mit dem ganzen Lick eine Position weitergegangen. Ich habe also nicht losgelegt hier unten in der fünften Lage. Und ich bin direkt in die erste, bin dann hoch bis in die vierte Lage. Ich habe also den ganzen Lick eine Position in der Pentatonik weitergeschoben. Jetzt mache ich dasselbe nochmal. Beginne nicht in der ersten, sondern in der zweiten und arbeite mich hoch bis in die fünfte. Okay? Viel Spaß! Und jetzt. Irgendwo auf dem A enden. Entweder auf dem A hier. Oder hier auf dem A, weil es einfach dann die Tonika essen cool klingt. So, dieses Motiv jetzt, also diesen Lick oder Motiv oder dieses Trainings. Video heute, kannst du in allen fünf Lagen der Pentatonik anwenden. Du kannst egal wo starten, beispielsweise hier. Und das wäre mein heutiges Video gewesen für dich, ein Pentatonik-Lick mit 16 durchgehend, super, super gut zu trainieren. Wahrscheinlich einer der coolsten Licks, aber mal gucken, ob wir uns trotzdem noch steigern können in dieser Serie. Ich glaube, das wird für euch so ein Suchtpotenzial haben, diese Pentatonik-Reihe, die ich hier produziere, dass ihr gar nicht mehr von der Gitarre wegkommt. Das ist das, was ich euch wünsche. Also das ist das, was ich dir wünsche, dass du so viel Freude an so einer Übung hast. Und du merkst, also du hast zu deinem normalen Rhythmus, Akkordspiel, Songtraining, dieses Training in der Pentatonik bringt dir eine Motorik, eine Spielfähigkeit, ein Training der Superlative. Okay? Also genug der Eigenwerbung. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Und jetzt gucken wir noch in den Chat kurz und ich hoffe, dass du viel, viel Freude hattest mit diesem Video, so wie es mir auch gemacht hat. Also, jetzt schauen wir doch mal hier rein. Ha, ja, super. Stopp, also, Franz war Montag, Siebzehn ist jetzt auch dabei. Boah, ja, hey, Alter irrelevant. Diese Übungen bringen dich richtig weiter. Richtig weiter. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Jörg. Hallo, Heinz. Ganz Grüße, liebe Grüße an euch alle. Sorry für die Umstände der letzten Woche mit den Livestreams. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder alles soweit technisch im Griff habe. Der neue Prozessor, vorher war ein i7 drin, der neue ist jetzt gerade mal zu 17% ausgelastet. Es ist super. Heinz, immerhin den ersten Takt mit 60 geschafft. Das ist ein guter Start. Super. Langsam kommt meine günstige Gitarre an ihre klanglichen Grenzen. Ja, es ist nie zu spät, eine gut klingende Gitarre zu haben. Andreas, mir ist bewusst, dass hier passiert, aber welchen tieferen Nutzen, mein lieber Andreas, ist, dass du trainierst wie ein Profi und das ist die Serie ist, du gehst sie von Anfang bis zum Ende durch und du trainierst absolut am obersten Limit, wie die Profis das so machen. Und erst wenn du das übst, wirst du den Nutzen auch feststellen. Ne? Also Motorik, Spielweise, alles wird sich dramatisch verbessern. Okay? Ja,
Ja, das ist Lothar. Das ist halt hier schon Pentatonik für Fortgeschrittene. Und die Tabulaturen, die stelle ich meinen Unterstützern auf der Webseite und meinen Patreons zur Verfügung. Das wird alles dann morgen oder heute Abend online sein. Und das hat nichts mit Tempo zu tun, sondern die Übungen kannst du wunderbar so langsam. Ich spiele es mal nochmal für euch ganz langsam durch, okay? Nur für eure Motivation, dass ihr das versteht, wie wichtig es ist hier. Ich gehe jetzt rund auf Tempo 40 mit dem ganzen Thema hier. Okay, jetzt siehst du es hier. Tempo 40. Wir starten hier ganz gemütlich. Und so sollst du das trainieren. Für heute. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Spaß mit diesen Übungen und nimm die Gitarre zur Hand, gib Gas, bleib dabei und denke dran, immer aufwärmen, nie unaufgewärmt solche Übungen machen. Zwischendrin immer wieder die Hände massieren, dehnen, Blutzirkulation. Und wenn du so etwas jetzt übst, dann für so ein Lick oder so ein Training solltest du dir Tage, gerne auch mal Wochen Zeit geben. Die Ergebnisse werden dich umhauen. Das war's von mir für heute. Herzlichen Dank, dass ihr alle live dabei wart und schön, dass es wieder funktioniert hat. Ciao, ciao von mir. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder nächste Woche live Dienstag und Donnerstag. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ciao, ciao. Und ja, bevor du gehst, würde ich mich freuen. Ich bin immer noch hier. Wenn du hier dieses Glockensymbol anklickst, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn. Hier geht es um die freie Vermittlung von Wissen. Und das ist das Geniale an der heutigen Zeit. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Und ja, geh, wenn du noch Zeit hast, auf meine Website. Dort kannst du auch in die Riege meiner Unterstützer eintreten und mitmachen oder werde mein Patron auf Patreon. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir da Hallo sagen würdest. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.